Verspielt. Hallo liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Verspielt. Heute bei einem Let's Play zu Wettlauf nach Eldorado, die Goldenen Tempel. Das Spiel ist der zweite Teil von dieser Serie, sage ich mal. Es hat auch schon eine Erweiterung gegeben, das Ganze ist kombinierbar. Was ist jetzt der Unterschied im Vergleich zu dem Original, das auch zum Spiel des Jahres nominiert war? Beim Original musste man mit seinen Abenteurern genau zu einem Zielplättchen kommen. Also da ist man im Prinzip zu den Tempeln gegangen und hier ist man jetzt in den Tempeln und versucht, 1, 2 und 3 Schätze zu holen und dann wieder hier den Ausgang mit seinen beiden Abenteurern zu erreichen. Das ist allerdings nur im Spiel zu zweit so. Wenn man zu viert spielt, hat jeder nur einen Abenteurer. Und wichtig zu sagen ist auch noch, dass zwei Abenteurer hier auf einem Feld stehen müssen, was normalerweise nicht erlaubt ist, aber bei der Zwei-Spieler-Variante ist es so, damit man hier diesen grünen Smaragd bekommen kann. Es gibt auch noch im Unterschied zum Original hier so Wächterblättchen. Sollte man seinen Zug daneben beenden, wird das umgedreht und der Effekt, den dieses Blättchen sagt, wird abgehandelt. Und natürlich gibt es erstens, diese Fackelfelder sind auch neu, die hat es im Originalspiel noch nicht gegeben, funktionieren aber genauso wie diese Felder mit der Machete und mit dem Paddel. Und natürlich sind auch die Karten, die es hier im Markt gibt, andere. Es gibt auch noch es gibt auch noch Goldmünzen, von denen darf man maximal 3 im Vorrat haben und diese können beim Kauf von den Karten eingesetzt werden. Aber das war es jetzt mal soweit von den Erklärungen her und Sarah beginnt das Spiel. Sie ist der blaue Spieler, hat diesen Hut dort bei sich liegen, was den Startspieler markiert. Der Startspieler wird die Person, die als erstes am Tisch sitzt, steht in der Beschreibung. Sarah ist immer so schnell beim Tisch. Mir könnte ein bisschen hier in die Hände schauen. Ich werde versuchen, das so zu zeigen, dass ihr die Karten von mir immer gut im Blick habt. Aber ja, Sarah? Dann starten wir. Start mal. Offene Karten? Nein. Und dann habe ich insgesamt, sehr viel Gold, nämlich 5. Da werde ich mir etwas kaufen. Man darf sie übrigens auch immer nur eine Karte kaufen. Man darf das Gold nicht splitten, es ist immer nur erlaubt, eine Karte vom Markt zu kaufen. Ja, das wird sich eh nicht ausgehen. Bei dieser Karte kann ich 2 Felder weit ziehen, oder? 2 Fackelfelder. 2 Fackelfelder. Aber egal, wie viele Fackeln darauf sind, das ist, macht jetzt keinen Unterschied dann. Okay, dann probiere ich die mal. Der Markt wird immer dann mit 9 Karten bestückt, wenn eine Karte komplett weg sein sollte, nur so kurz zur Erklärung. Ja, und die gekauften Karten kommen auf den Ablagestapel und der wird dann wieder irgendwann reingemischt in das Deck. So, dann habe ich hier eine Fackel und 4 Gold. Wobei ich 2 ausgebe, um hier weiterzugehen, 2x1. Und das gebe ich jetzt aus zum Kaufen für eine Tutorin. Und den Kundschafter behalte ich mir mal und ziehe auf 4 neue Karten auf. Ich spiele diese Karte. Also, nein, das kann ich jetzt nicht, oder? Müsste ich so gehen. Du hast die Fackel gespült, um da herzugehen. Achso, ja, okay. Dann passt's. Und ja, die 2 behalte ich mir. Die restlichen.
Also du magst da nichts kaufen, dann wird gemischt und dann ziehst du wieder zwei Karten. Okay. Dann spiele ich diese Karte. Ein Schritt. Diese Karte. Ein Schritt. Diese Karte nochmal. Und den Kundschafter werfe ich jetzt mal so ab, ohne damit etwas zu machen. Kaufen kann ich mir nichts, das heißt 1 und mein Deck wird auch wieder gemischt. Dann spiele ich die Studentin und den Kundschafter einmal. Dann hätte ich noch 2 Gold. Da musst du aufpassen, du brauchst ein Gold, damit du diese Blockade entfernen kannst. So. Genau. Man kriegt ein Gold, wenn man in seinem Zug sich weder bewegt noch etwas kauft. Dann darf man sich ein Gold nehmen. Und sonst kriegt man es da von diesen Karten eben. Gut, dann nehme ich die 2 Gold noch für diese Karte. Ich habe ein Gold. Und dann habe ich noch 3 Fackeln. 1, 2, 3. In der nächsten Runde kaufe ich, glaube ich, ein. Ich verwende diese hier. 1. Wenn ich die Archäologin spiele, bis zu 2 Felder auf ein bis zu 2-mal auf ein benachbartes Fackelfeld. Ja. Das ist hinfällig. Ja, du bist da gestanden, oder? Ja. Du hättest ja, falls dir das näher bringt, wäre auch möglich. Na, dann machen wir das eh so. Dann kann ich das verwenden, oder? Mhm. Und jetzt kann ich das spielen. Na, aber da stehe ich. Das ist kein Fackelfeld angrenzend. Du hättest das so machen können, weil ja, die 2 okay. Gold kannst du ja für diese 2 einzelnen aufteilen. Dann mache ich das noch und jetzt kann ich nur 2. Genau. Jetzt hätte ich noch 2. Gibt es nur die Tutorin? Die lese ich mal. Okay. Okay, ich habe 5 Gold. Aber mir genügen eigentlich 4 Gold, wenn ich mir das so anschaue. Dann nehme ich mir nämlich auch einmal die Archäologin. Und da mit diesem hier bewege ich noch meinen Maxl um 2 Felder weiter. Gut, ich fahre mit dem 1. Mit dem hier eines. Dann hätte ich noch 4 Geld. Da werde ich das jetzt einsetzen. Verfällt mir eins, oder? Ja, verfällt einfach eine Münze. Okay, dann werde ich jetzt die Blockade entfernen für eine Fackel. Falls wir im gleichen Zug ins Ziel kommen sollten mit beiden Charakteren, dann kommt es darauf an, wer mehr Blockaden hat. Ist vorne, sollte Gleichstand bei Blockaden sein, was aber eh nicht sein kann, weil es 3 gibt und sie müssen alle 3 weg. Also es geht, wer 2 davon hat, falls wir im gleichen Zug kommen, wäre dann der Sieger. Dann habe ich 2. 1 und nochmal 1. Gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Das war's.
Mehr geht nicht. Okay. Dann benutze ich mal diese 1. Dann benutze ich den hier. 1. Und dann spiele ich die und kann aber nur momentan ein Feld weit gehen. Die hebe ich mir noch auf. Das geht nicht. Du kannst nicht zwei einzelne für dieses Zweierfeld kombinieren. Ja, dann gehen wir mit dem 1. Da muss man eine Münze abgeben? Ja. Ich gebe die zwei Münzen ab. Dann kaufen wir das noch. Es wird eines nachgelegt, oder? Naja, erst wenn jetzt jemand etwas kauft und das keiner ist, die unten liegt, sondern von oben irgendetwas nimmt, dann wird das da reingelegt, was eben jetzt eh gleich der Fall sein wird. Also die Tutoren, wo man das gekauft hat, hast du wieder. Naja, wenn der Stapel leer ist und du sie reingemischt hast, dann hast du es schon gekriegt. Das wird eh passen. Also mit dem bin ich da jetzt gegangen. Und dann habe ich 5 Münzen und jetzt muss ich mal schauen, was es da oben Schönes gibt. Da kaufe ich mir den Sammler. Und der wandert hier herunter. Wieso versperrst du mir da den Weg? Ja, weil das halt Teil des Spieles ist. Du musst es so sehen, ich mache da einen schönen Trampelpfad zu den Smaragden. Wenn ich den Kundschafter spiele, könnte so. 1 kann es gehen, genau, ja. Ja, das war's. Okay, ich kann. Ja, ich kann schon. Ich mache 1. 2. Nein, das mache ich gar nicht. Aber es wird mir gar nichts anderes übrig bleiben. 2, 3. Jetzt wird das aufgedeckt, oder? Die hebe ich mal auf, das wird jetzt aufgedeckt und du bekommst eine Münze. Okay. Ich spiele die Archäologin, 1, 2. Spielt ihr das? Nein, es geht wieder nicht. Es geht nicht. Mit dem kannst du weiter bewegen. Ja. 1. Jetzt könnte das nur auf 1 fahren, oder? Mhm. Dann kriege ich auch eine Münze. Wieso? Ich wollte auch schon. Ja, aber die Bewegung hast du ja nicht beendet, jetzt quasi den Zug. Oder die Bewegung mit diesem Maxel. Ja, nimm das. Sarah gönnt mir gar nichts. So. Ich spiele diesen Kundschafter 1 und dann die Archäologin. Und hier das ist ein Zweierfeld, das bringt mir gar nichts. Gut, dann wirf ich das ab, die behalte ich mir und ziehe wieder 3 Karten.
Das heißt, wenn ich da jetzt den letzten Zug mache, kriegst du wieder Gold. Kriege ich wieder Gold, genau. Und mit der könnte ich nur einen Schritt aufgehen. Ja. Das würde jetzt allerdings das nicht mehr auslösen, weil der eh schon da gestanden ist, der müsste erst weg und wenn er wieder dann benachbart stehen würde, dann würde es nur mal auslösen. Ja, passt. Das heißt, ich hätte jetzt drei Münzen. Beziehungsweise vier mit der. Den brauche ich ja da. Ja. Na, ich behalte mir die Münzen. Ah, die Karten. Okay, wie ihr seht, ich habe jetzt nicht die optimalsten Karten für mich. Die jetzt gerade vorherrschende Situation, das heißt, ich werde wieder etwas kaufen, wobei um 3 könnte ich mir schon etwas kaufen. Na, ich werde einfach nur diese Karten wegwerfen, nichts kaufen, das heißt, deshalb bekomme ich auch eine Goldmünze. Auf das habe ich gehofft. Ja, das muss ich sowieso mal machen. Ich gebe das nur ab. Ich gebe das nur ab. Und um 2. Das heißt, ich kriege wieder eine Münze, weil der zweite dort stehen ist. Ja. Das heißt, du jetzt schon 3. Einmal habe ich eine genommen, weil ich wieder gegangen bin und was gekauft habe. Gut, um 2 kann ich mir nichts kaufen. Nein, aber du hast ja eine dritte, rein theoretisch. Nein, habe ich nicht. Okay. Wie komme ich da drauf? Indem du eine Münze abgibst. Also beide müssen dann am gleichen Feld stehen. Okay. Da zum Beispiel. Da. Ja, wie komme ich da drauf? Indem du diese Münze... Aber nur einmal. Ja, und bei für den zweiten magst du genauso, wenn du da drauf gehen magst. Mhm. Naja, wenn ich jetzt schon, es ist zwar ein bisschen bitter, drei, vier, fünf, ach Gott. Egal, ich gebe mein Geld aus, um mir einen Piloten für 6 zu kaufen. Gut. Wenn ich keinen Schritt mache oder so, bleiben die Karten dann? Oder muss ich die alle aufnehmen? Du kannst sie dann wegwerfen, auch welche die du nicht möchtest oder brauchst. Okay, ich mach nichts. Und ich gebe das einmal weg. Du bist dran. Das gebe ich mal aus, um hier 2 zu gehen. Dann gebe ich den Sammler aus. Ich darf mir keine Goldmünze mehr nehmen, weil ich schon 3 habe. Allerdings darf ich noch eine Karte nachziehen, die mir eigentlich gar nichts bringt. Und dann werde ich die einfach alle abwerfen. Also ich bekomme noch eine Goldmünze, oder? Weil ich ja vorher nichts gemacht habe. Ja, und ich gebe auch eine Goldmünze ab und fahre da gleich noch den einen Schritt. So, und jetzt ziehe ich schon wieder nach. Gut. Ich mache Folgendes, ich gehe daher. Hab 2 dürfen die da jetzt sein. Nein. Oder was anderes. Ich gebe eine Goldmünze ab und fahre mir daher. Mhm. Und dann gebe ich die 2 ab, gebe die andere Goldmünze ab, sprich, ich darf mir das nehmen, oder? Genau. So. Gut.
Okay, ich gebe das hier ab. Du kriegst wieder eine Goldmünze. Dann habe ich nur mal 6 Goldmünzen oder 6 Gold, die ich gleich nur mal in einen Piloten investieren werde. Mit einer von denen hier. Schwierig. Gibt es mir auch? Und hätte drei Münzen. Das heißt, Vier. ja. Und drei gibt es den oder den Schmuggler. Das ist halt nur einmalig, weil es ein Gegenstand ist, Ja, der wird dann nimm das. abgeworfen. Okay, ich habe einen Kundschafter. Eins, zwei. Dann habe ich eine Archäologin. Eins, zwei. Dann gebe ich das Gold aus. Krieg auch den Smaragd. Dann habe ich das hier, krieg wieder ein Gold und darf eine weitere Karte ziehen. Und dann habe ich eine Fackel. Und zwei Buschmesser. Folgendes, ich gehe zwei, gebe zwei, geht jetzt wieder nicht, gell? Gehört jetzt eins, zwei. Ja. Und dann machen wir das und Das hat mir gar kein Gold gegeben. das. Tja. Eins und zwei und eins. Und das behalte ich mal. Und eins, zwei, die behalte ich mir. Okay, ich gehe hier eines, dann nochmal eins und dann zwei. Die behalte ich mir. Zwei Münzen kann ich sowieso nichts kaufen. Mit dem mal. Wo fährst du eigentlich hin? Und da, ja. Okay. Wieso? Ja, was bringt dir das, wenn du jetzt da herfährst? Wie bist du da leicht vorbei, oder was? Und da. Ja, aber Oder da kennst steht du ja, Agen? ja sicher, wie es da gegangen. Du bist nicht ewig. Den da. Ja, einen Schritt bist du gefahren mit einer Fackel. Den bin ich da jetzt wieder zurückgegangen, aber einen kurzen Abstecher gemacht. Geschaut, ob der Ausgang eh noch da ist. Und bei den zwei Tempeln genügt auch, wenn jetzt nur einer Ja, dort das hinfährt. war sie. Ja. Ja, wurscht. Oder? Schwierig. Das habe ich gar nicht gedacht. Aber das Vor allem da wird es gesehen. schwierig, weil ich glaube nicht, dass du Karten hast mit drei Paddel. Ja, dann muss
zurückgehe wieder. Ja, außer du kaufst jetzt den da. Der ist zwar nur einmal einsetzbar, aber du darfst dann auch eine Karte von oben kaufen, die nicht im Markt liegt. Das ist dann eine Möglichkeit, um an drei Paddel zu kommen zum Beispiel. Ja, denk das. Willst du mal sehen, dazu kommen? Gut, ihr habt 5. Das wäre zum Beispiel jetzt dieser Hut. Aber ich möchte jetzt nichts einreden. Ja. Der Sammler kostet auch 5. Nein, ich kaufe die wieder. Okay, ich gehe 1. Nein, ich bleibe, ich gebe 2. 1, 2. Dann 1. Dann 1. Und dann 2. Gut. Leider kein Gold für dich. Ich gehe 2, gebe die Münze aus, das heißt. Die Blockade ist entfernt, das ist deine. Und mit dem kommen wir glaube ich gar nicht mehr weiter. Wie jetzt was? Ich fange mit dem. Nein, es ist auch blöd. Du kommst. Ich gebe die 4 ab. Also die Münzen. Ja. Mhm. Was kommt da jetzt? Momentan kann man von oben eine kaufen. Und wer als erstes immer das macht, dieser Stapel wird dann unten hingelegt. Ja, dann würde ich gerne das kaufen. Um 4. Ja, dann nimmst du den und der Rest kommt da runter. Du stehst mir im Weg. Tja. Bist du mir vorher? Eine Fackel hier, dann 2 Fackeln da, und dann hätte ich 4 Münzen, da kaufe ich mir den. Den muss ich abgeben. Ich habe auf jeden Fall mal 1, das heißt, das wird aufgedeckt, oder? Wenn er dort stehen bleibt, dann rundherum, falls er sich wegbewegen sollte, wird es nicht aufdeckt. Achso, nein, Blödsinn, ich kann eh weiter. Dann kann ich da 2, 1, 2. Ja, dann bleibt es zu. Ich schaue das jetzt nochmal schnell nach, aber ich glaube, das stimmt so. Okay, nein, es ist, wenn das nach dem Ausführen einer Karte wird es aufgedeckt und durchgeführt. Also wäre es jetzt kommen. Das heißt umdrehen. Es ist umdreht und was auch immer da ist. Alle Spieler verlieren ihre Münzen. In dem Fall hat keiner Münzen, ist nichts passiert. Okay, dann bin ich dran. Dann gehe ich da mal mit dem Kundschafter weiter. Da kriege ich eine Münze und darf eine Karte ziehen. Das ist optimal. Ja, ich gehe trotzdem mit dem hier da weiter. Dann habe ich hier 1. Die hebe ich mir auf. Der Wächter wird jetzt noch nicht aktiviert, weil ich die Blockade noch nicht entfernt habe. Das wird dann vielleicht nächste Runde. Gut, ich gehe mit dem Schlagend. Vorher. 1, 2. Eins. 2, 3. Kannst du weitergehen? 2, 3, 2. So kommen, wie du das gebraucht hast, gell? Mhm. Okay, dann marschiere ich da mal mit dem hier.
Ja, zwei, alle geben ihre Goldmünzen ab. Und dann nur eins, zwei. Ich hätte das vorher gemacht, du hättest eine Goldmünze gekriegt, ich hätte es gekriegt, aber wir hätten es dann nach der Bewegung abgeben. So, das war so. Dann passiert das. Du darfst eine Karte entsorgen, das heißt komplett aus dem Spiel geben. Von meinen Karten. Wenn du möchtest, ja. Ja. Eigentlich nicht. Ja, musst du ja nicht. Und die werfe ich noch ab, so einfach kaufen wir nichts. Du bist dran. Gut. Ich werde auf jeden Fall trans gehen. Und habe jetzt 5. Was ist bei dem? Da kriege ich eine Münze. Gold und darfst nur Karten ziehen. Von da. Okay, ich stecke fest. Ich kann mich nicht bewegen. Dafür habe ich 4 Münzen. Und mit 4 Münzen kaufe ich mir mal diese Schatzkarte. Kostet eigentlich nur 3. Da behalte ich mir eine Münze, das brauche ich nicht, wirf ich ab. Was muss man da behalte abgeben? Ich mir eine Karte entsorgen, also aus dem Spiel entfernen, von deinen Handkarten. Gut, ich mache das einmal. Die, die ich jetzt da habe, oder irgendeine? Die, die du hast. Ja, wurscht, dann entsorge die. Nein, du musst mal hingehen jetzt auf das Feld. Ja, die wirft einfach komplett raus und kriegst die. Die wir nehmen. Ja, liegst du irgendwo mit dem Zufall. Und jetzt könnt ihr die gleich wieder spielen, damit ich da wieder 2 zurückgehe, oder? Ja. Beziehungsweise das Depot da dann geht. Also. Sonst würde die aufdeckt. Das wäre sowieso aufdeckt worden, schon vorher, wie du hingegangen bist. Das heißt, ich darf eine Karte zusätzlich ziehen. Super. Das haben wir vorher schon übersehen, aber du bist ja da gestanden nach der Fackel und dann wäre es sowieso aufdeckt worden. Okay, jetzt hätte ich noch 2 Münzen, das heißt, ich könnte da jetzt 1, 2. Ja. Ich spiele das, kriege eine Münze und darf eine Karte ziehen. So, wie machen wir das jetzt? Ich spiele mal den Kundschafter, dann eine Münze, du kriegst der Karten, zweite Münze und dann spiele ich hier den Medikus. Und nimm 2 mal die Fackel. Ich spiele das jetzt gleich, kriege eine Münze und darf nur eine zusätzliche ziehen. Ja. Gut, dann spiele ich mal die 1, 2. Ich spiele die. Die 2 kennt ihr nicht daher von. Nein. Nur immer nicht. Erlaubt. Hätte sich was ändern können. Ja, Mist. Ich hab 3. Was heißt das? Ich darf nur, du darfst ein beliebiges Feld weitergehen, aber das wird dann halt abgeworfen nach der ersten Benutzung. Okay, ich werfe diese Karte ab, kommt aus dem Spiel, um da herzukommen.
Und dann gehe ich hier zwei weiter. Und dann darfst du auf jeden Fall nur eine Karte ziehen. Habe ich nur hier zwei Schritte. Eins, zwei. Wenn man da jetzt wieder zurückfährt, wird das wieder aktiviert? Wenn du da stehen bleibst, ja. Das einmal. Ich hätte jetzt übrigens abwerfen können, ich wollte aber eh nicht. Okay. Okay. Ich nutze jetzt das, die setze ich nicht ein, die benutze ich einfach zum Abwerfen, ohne dass es einen Effekt hätte. Eins, zwei, drei habe ich dann. Dann nehme ich mir nur mal die Schatzkarte. Na, ich nehme mal einen Schmuggler. Die behalte ich mir. Das gibt's ja nicht. Die gehört auch noch weg, habe ich gerade ausgegeben. Und zwar. Mist. Vier. Vier. Also, ja, vier Gold, ich kaufe mir die. Du Oder ich hättest mache nichts, das heißt. da von oben was kaufen können, weil uns ist gerade frei. Um vier, gell? Du hast da nur Goldmünze. Stimmt. Wo hast du Na, vier was denn? Gold? Zwei, drei, Ah, okay, vier. passt ja. Wurscht, passt schon. Okay. Ich spiele den, krieg ein Gold und darf eine Karte ziehen. Oh ja, das war gut. Dann spiele ich den Piloten, stelle mich da her, meine Münze. Oder? Vielleicht mache ich das doch nicht. Stelle mich da nochmal zurück. Ich mache es lieber so: da zwei. Dann 1 und die Würfel weg, ziehen neu. Gut, ich habe das, nimm dir eine Goldmünze, das heißt, die ist dann weg, bewege deine Spielfigur auf ein benachbartes Feld. Das. Dann setze ich das ein, hat verfolgt. Ja. Dann setze ich das ein und das. Das heißt, ich kann mir das nehmen. Ja. Du machst es mir nicht so leicht, muss ich sagen. Ich gehe da 1, dann gehe 1, dann gehe 1 und dann gehe 2. Ja, und so ist der ordentlich auch cool. Gut. Ich gehe auf jeden Fall da her. Achso, nein, Blödsinn. Nimm dir eine Goldmünze. Ziehe eine Karte vom Nazi-Stapel. Ich gebe dir. Dieses Feld ist blockiert.
Ich kann ja da auch. Ja, du kannst da. Wieso wird es nur vier? Ist immer nur vier. Ich Ja, wäre. weil du da nicht gespielt hast. Das war die vierte und du Also. kriegst wieder eine. Gut, ich gehe auf jeden Fall mal da her. Gib da die drei her. Da. Und zwar. Zwei und zwei. Du musst alle deine Münzen hergeben. Ja, das ist jetzt vorher schon messen. Und jetzt. Schwierig. Du bist. Ich bin das, gell? Gut, und zwar 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich gehe da zwei Schritte, eins, zwei Schritte, zwei Schritte. Schnell rein und raus ist die Devise. Klar. Das wäre jetzt ziemlich Indiana Jones mäßig, muss ich sagen. Zwei. Und. Drei, gell? Ja. Zwei. Und zwei ist ja wurscht. Zwei. Eine Goldmünze, eine Karte. Eins. Zwei, drei, Eins und fünf Münzen. Das heißt, die kann man jetzt auch von da oben was aussuchen, oder? Ist nur einmal einsetzbar. Ja, wurscht. Jetzt geht's irgendwo los. Ja, ich habe drei. Ich habe heute auf die verkehrte Seite gelegt. Und ein paar fünf Münzen kaufen wir auch einen Jeep. Jetzt geht es darum, wer mehr Kartenglück hat. Die passenden sieht. Nimm dir eine Goldmünze, eins vom Nachziehstapel. Zwei. Eins. Zwei. Die eine lege ich auf. Das mal nichts bringt. Steht da im Weg. Eins, zwei, eins. Zwei. Zwei.
Und ja. Was machst du? Eine Goldmünze und eine Karte. Die Karte ist verschwollen. Zwei. Die Würfel weg. Eins. Zwei. Das sind nur fünf. Was ist das? Ich weiß nicht. Du darfst. Was steht da? Bewege deine Spielfigur bis zu zweimal auf benachbarte Felder mit Einzelsymbolen, also wo nur eins drauf ist. Wie viel hast du denn Gold? Fünf. Mit der Goldmünze oder ohne? Ohne. Was braucht man da, dass man da reinkommt? Ich glaube, du bist eh mit, jetzt so mittlerweile schon da drin und der ist fertig. Okay, was nehmen wir da jetzt? Was ist das? Eine, ja, 6 hätte ich schon. Bis zu 3 Goldmünzen. Und da kann man nur eine nehmen, oder? 3 Goldmünzen. Und du darfst von oben was kaufen, also die bringt jetzt eigentlich gar nichts mehr, glaube ich. Bin ich dran? Ja. Okay, ich gehe 1. Dann geht 2. Dann geht 2. Und dann geht da. Dann gehen wir 2. Und kann ich da nur über das rein, oder? Über das, das oder das. Yeah! Ich hätte es auch gehabt. Ja, knappes Rennen. Ja, wirklich. Das war echt spannend. Gratuliere. Danke. Okay. Sieht man wieder, wie ich hoffe, ihr hattet Meisterin ist. La. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Wettlauf nach Eldorado und die Goldenen Tempel. Das Let's Play hat euch gefallen. Ein Spiel der Ehre, würde ich so. Könnte man es auch bezeichnen. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, was Sarah damit meint, aber der, ist ja egal. Der, ein Spiel der richtigen, wo sie die richtigen Gewinne herauskristallisieren. Mm. Das mag ich jetzt mal, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß, uns zuzuschauen bei Wettlauf nach Eldorado, die Goldenen Tempel. Und wir sehen uns dann bei unserem nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao. Tschüss.